Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Play-Folge hier im Brick Penthouse. Ja, und heute bauen in The Sims 4. Und zwar richten wir das Kinderzimmer ein für den kleinen Blue. Oi. Ja, du spielst immer noch hier mit den Kinder-Apps. Hier, was spielst du denn da? Oh. Oh, sieht ja echt cool aus. Wow. Tiere, schon wieder Tiere. Wir werden überall hier geleakt. Hier, das gibt's ja gar nicht. Hier, Tiere. Oh, wie cool. Wer freut sich auf die Tiere? Oh Mann, wir werden hier überall hier, Mann. Überall kriegen wir das zu Gesicht. So, wir bauen für dich das Kinderzimmer neu. Und zwar hier unten ist ja die Lila drin, deine Schwester. Aber das kriegen wir besser hin. Und zwar sollst du da unten sein, weil wir haben gleich hier den Wickeltisch auch schon, ne? Und deswegen bleibst du hier unten und die Lila, die kommt hoch. Und das Künstleratelier, das, ja, das ist so ein bisschen abändern, ne? Wir müssen da ein bisschen Platz hier jetzt gucken, dass wir mehr Platz haben. So ein riesen Ding hier. Ich würde sagen, das kommt oben auf den Balkon, weil da haben wir ja diese komischen Pflanzen, die uns hier gar nichts bringen hier. Das ist ja Katastrophe hier, ne? Das gammelt hier alles uns eh schon irgendwie tot hier. Das Wäschchen hier würde ich sagen. Hier kommt, das verkaufen wir einfach alles. Das ist praktisch. Man muss es, kann es auch verkaufen, muss es nicht nur entsorgen. Und dann machen wir hier doch einfach so ein bisschen weniger Pflänzchen und ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr hier kommen die Säcke hier auch rüber. Wir sind ja eigentlich so Mehlsäcke. So. Und dann machen wir hier ein bisschen mehr Mal-Area. Ey, das ist ja immer noch hier stinkig mit Teloni. Ah, nee, das sind die schönen. So, machen wir dich dahin. Sonst dann wird es nicht schwindelig, wenn du hier unten hier. Ne? Dann holen wir uns das Kramszeugs hier hoch und machen hier ein cooles Kinderzimmer für die Lila rein. Ey, das wird so schön, oder? Wird das schön oder wird das schön? Ich packe erstmal hier alles nach oben. Können wir immer noch hier das Krams hier dann. Ja, die Kiste brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Da können wir schon mal ein bisschen Geld hier sparen. Das brauchen wir auch nicht. Das machen wir nach oben. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann will ich gleich mal schon ein bisschen Kohle, weil das wird hier wieder knapp mit dem Geld hier. Eieiei. Eieiei, da musst du viele Bilder malen, Red, hier. Sonst wird das nichts mehr. Wir haben es so schön dekoriert, sogar mit kleinen Pinselchen und was weiß ich alles hier, ne? So cool hier. Erstmal alles nach oben, ne? Sonst muss ich hier immer da so viel hin und her scrollen hier. So. Wieder nach unten. Bleistift. So. Während die Red hier noch pennt. Nee, das ist der Justin. Ja. Ja, ich glaube, wir. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir können die Tapete vielleicht sogar lassen hier. Aber die Rohre malen wir weg. So, die Rohre malen wir weg. Das ganze Krams hier kommt auch weg. Wir haben jetzt oben genug Krams. Ja, das kommt alles weg hier. Nackte Männer hier auch. Das Bild, ja, das können wir eigentlich lassen. Oder mal gucken wir mal ein bisschen mehr Kinderzimmer-Style hier, oder? Gibt richtig Kohle hier, ja? Ey, voller Blüte hier. Da haben wir echt schöne Bilder. Das können wir lassen und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist eigentlich eine Tanzfläche sogar. Das ist voll cool. Können wir nochmal auf dem Dach mal tanzen hier? Dance Party on the Rooftop. Hier kann man das auch hier auf die Tanzflächen stellen. Dann werden die abgeschnitten hier. Okay, nee, das brauchen wir nicht. So, Karton. So, jetzt holen wir uns das Krams hier erstmal raus. Wir müssen erstmal hier vorbereiten. Aber wir haben ja hier die Ruhe weg, hier, Daniel, ne? So, machen wir uns einen schönen Künstlerbalkon. Mögest du hier oben inspiriert sein, bis dir der Pinsel in der Hand wehtut, ja. So, Gebüsch. Was heißt der Pinsel Gebüsch? Heißt das so? Ich kenne mich da gar nicht aus. Gibt es einen Pinsel, der Gebüsch heißt? Der hat gar keinen Namen. Und sein Harry Potter Zauberstab. So, und ein Bleistift gibt es hier auch. Kann das dahin? Ja, das ist doch cool hier. Oder was für eine Aussicht hier. Sehr geil. Da hinten gibt es nochmal was. Dann kann man auch da unten das Obenhaus mal malen. Unten das Obenhaus. So, haben wir alles hier mit? Ah, die Farbeimer noch. Nicht, dass die auf den Teppich kleckern hier. So, die machen wir ja schön in die Mitte rein. Ah, das ist doch was Schönes. Ja, das hat doch was. So, jetzt geht's aber los hier rein. Wir machen da erstmal zu, würde ich sagen. Wir machen erstmal die Wand hier completed hier, dass die auch mal ein bisschen ihre Ruhe hat, die kleine Maus. Ja, in der Mitte lassen wir offen, oder? Sollen wir das auch zumachen? Ich finde das so schön mit diesem Ding. Aber es ist auch schön, wenn es zu ist. So ist es ja auch nicht. Wir sind hier im Brick Penthouse, das heißt, wir müssen auch hier wieder... Das heißt, wir werden hier auch wieder... richtig schön hier das Brick-mäßig hier machen. Und eine Tür brauchen wir auch noch. Dann was kriegst du für eine Kinderzimmertür?
Das ist wieder hier schwierig, schwierig. Sollen wir dir echt so eine coole machen? Oder wir machen dir, Lila, du kriegst so eine Elternfreudentür. Mit Blümchen drauf hier. Ah, Blümchentür. Guck mal das an, wie süß, oder? Ist das cool oder ist das cool? Komm, die machen wir da hin. Das ist nicht so, klebt die nicht so arg auf der Treppe hier. Und das nennen wir die Regenbogentür. Machen. Wir machen eine Regenbogenzimmer, dann machen wir eine Regenbogentür hier. Und Lila ist ganz unten. Wir machen das mehr Lila, oder? Ich fand jetzt die andere irgendwie schöner. Wir machen ein Lila-Zimmer. Es wird hier ein Lila-Wolkenzimmer hier. Ein schönes Lila-Zimmer. Und ich würde mal sagen, wir trimmen das so ein bisschen in die Richtung auch. Teenager. Damit du hier... Ja, gleich hier loslegen kannst. Das mit dem Boden, den würde ich, glaube ich, auch so lassen. Den würde ich gar nicht mal irgendwie anders machen. Ich finde, das passt zum Style des Hauses. Sondern kriegst du ein schönes, normales Bett hier, ne? Komm, dann kriegst du so eins hier. Oh ja, guck mal da an. Das ist so richtig, das ist geil, ne? Lila mit Gold passt zum Brick Penthouse. Wir sind hier modern, wir sind hier Gold, wir sind hier, ja. Poser-Blick hier auf der Straße, damit uns jeder erkennt. Hier sind die Brick Penthouses. Ich würde es ja schon gerne mit so einem Gold machen. Das ist natürlich cool. Komm, wir machen das so. Wir machen das so. Wow, schön hier, symmetrisch hier. Eieiei. Lila, du kriegst ein richtig schönes Zimmer. Haben wir einen lila Kleiderschrank? Nein, ist das cool. Das ist ein schöner Kontrast. Können wir das irgendwo an die Wand hier drüben dann hinstellen, aber... Ja, ich weiß, das Bett ist nicht ganz lila, aber... Ah, ich mache das so ein bisschen in die Wand rein, dann haben wir hinten noch den Brick-Look im Schrank. Ist doch toll. Das ist doch toll hier, oder? Ja, ist ein bisschen komisch, das Lila. Ist ein rosa Lila mehr, ne? Und das ist mehr Lila-Lila. Pflaumen-Lila. Ei, da fängt schon wieder an hier mit dem Lila-Krams hier, ne? Wir können einfach mal den Filter auch reinsetzen. Gibt's bestimmt schöne Lila-Objekte für Teenager. Guck mal an. Hey, dann passt das ja viel besser hier auch, oder? Machen wir lieber so eine Goldkommode hin. Wow, die passt nämlich perfekt zum Bett hier, ja. Wow, schickimicki hier. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wenn wir das jetzt hier hinten lila haben und so ein bisschen schwarz hier auch mit reinbringen, das wäre doch gar nicht mal so schlecht, oder? Sollen wir das mal probieren, wie das aussieht? Wenn wir das vielleicht mal so irgendwie machen, so ein bisschen... Ne? So ein bisschen aufgelockert eben dann. Den Boden bin ich mir echt noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt deichseln. Aber es wird hier eine lila Lady hier. Wahnsinn. Jetzt muss ich hier nochmal weiter gucken. Wir machen nochmal den Filter lila rein. Spieglein an der Wand hier. Oh, das ist auch ein schönes Ding. Aber es ist wieder ein bisschen anderes lila. Wow, das ist auch cool. Ein Spiegel für die Lady, oder? Komm, wir müssen da noch so einen schönen Schminktisch machen. Jetzt passt die Tür nicht mehr so gut. Das ist eine Kindertür. Wir machen hier... Machen wir das hinter den Schrank... Vielleicht auch nicht so schlecht. Wir machen hier eine schöne Kommode. Erstmal kommt dieses blöde, unfertige Bild hier weg. Wir machen hier den Spiegel dazwischen. Und da dann noch so einen Schminktisch, oder? Wow. Gibt schon schöne Sachen, ne? Wenn man da mal filtert hier, ist gar nicht mal so schlecht hier. Ist ein bisschen kitschig, aber ich denke, das darf sein bei ihr. Das ist ja immer noch junge Teenagerin. Jetzt ist es erstmal ein Kind, ich weiß. Aber jetzt so, ne, länger gedacht hier, das ist doch so ein bisschen, das passt. Ja, das passt schon gut. Das passt schon gut. So, komm, ein bisschen was Kindliches machen wir doch noch rein. Sonst ist es mir zu Teenager-mäßig. Die können wir dann schnell abhängen. Aber ich würd so grob ein bisschen was machen. Was hast du denn für Interessen eigentlich, Madame? Boah, das passt hier auch perfekt rein. Das machen wir hier über den Schrank. Lilas Kinder, Teenager, Schrägstrich, bald Teenager-Zimmer. Das ist doch was hier. Come on. Wir gucken mal ein bisschen weiter hier noch in Kinder rein, weil ein bisschen ist sie ja noch Kind. Die kriegt auf jeden Fall einen richtig schönen... Der ist nicht schön. Wir nehmen den hier, natürlich. Den machen wir hier neben das Fenster. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann schönes Licht. Die Palme hier, wo passt die Palme hin? Die passt hier so schön ins Eck rein. Ja, so ein bisschen was Grünes brauchen wir dann trotzdem immer noch. Ich weiß, manche mögen das jetzt gar nicht mit der Farbe. Das ist aber ganz normal. Müsst ihr euch nichts draus machen. Ich auch nicht. Wir haben einfach hier ein lila Girl. I'm a Barbie Girl. So, was anderes.
Okay, Barbie aus dem World nicht. Okay, gut. Oh, jetzt kommt noch die Lila. Ah, das wird ja bald zu viel Lila, ne? Aber ich will es schon. Also ich möchte schon markant machen, ne? Es soll jetzt nicht nur so vereinzelt irgendwie Lila sein. Es darf schon so ein bisschen mehr. Darf schon so ein bisschen knallen hier, ne? Wow, das sieht auch geil aus, wenn wir das so machen. Und auf die andere Seite hier das hier. Eieiei. Ja, noch eine schöne Wandlampe da irgendwie hin. So ein paar Fotos. Auch in Lila. Oh, wie schön. Oh, ist das cool. So über dem Bett. Das ist doch was hier, oder? Ist das was oder ist das nichts hier? Das ist doch mal cool. Dann packen wir die Jungs hier weg. Deine Verehrer. Deine Lieblings-YouTuber. YouTuber. So. Kommen die da in die Ecke, da willst du mit zu den Reisen oder so. Nee, das ist komisch. So in die Mitte hin, genau. Ah, ich lieb den. Hier. Lukas Zimmer. Justin Goldstone hier. So. Oh, so ein bisschen was Kindliches hätte ich schon noch. Lila Wolken wäre natürlich auch geil. Komm, wir mal ein paar lila Wolken. Ein bisschen hier kommt Kind. Kind kommt noch ein bisschen rau durch hier. Hier schöne lila Wolken. So, jetzt brauchen wir hier noch einen schicken Spiegel. Und Schminktisch kriegst du noch nicht. Den kriegst du vielleicht später mal. Aber wir holen dir einen schönen Spiegel noch dazu. Da gibt es dann aber was Neutrales oder sowas. So ein Leuchtspiegel. So was Hübsches hier, oder? Das ist doch mal was. Oh, wie cool. Das öffnet auch gleich den ganzen, ne? Das ganze Zimmer irgendwie macht das ein bisschen offener. Und schöne Vorhänge dürfen bei dir auch nicht fehlen, würde ich sagen. Na, dann machen wir hier aber so ein bisschen was Dezenteres hin, oder? Die sind ein bisschen wieder zu klein hier. Mom, ich will da ein bisschen größere Vorhänge haben. Sowas wird natürlich auch passen. Ja, weiß, oder? Weiß. Die sind auch ein bisschen zu klein. Was sind das für komische Fenster? Ja, passt gar nichts. Da müssen wir die Neutralen hier nehmen, die da. Aber die sind mir zu lila jetzt. Wir machen hier noch schöne weiße Vorhänge hin, oder? Sollen wir die tieferen nehmen? Passt, glaube ich, besser, ne? Schöne weiße Vorhänge. Ja, dass wir nicht alles so schwarz haben hier. Hier auch noch. Machen wir die so hin. Und das so. Ja. Schlaufendinger hier, das ist ganz gut. Und dich dann ein bisschen weiter vor hier, ja. Und jetzt kriegst du noch schönes Schminkskrams-Deko, ein bisschen. Da machen wir auch mal ein bisschen eine andere Farbe, damit wir da ein bisschen ausbrechen. Wir machen eine schwarz. Dass wir nicht immer nur lila haben. Aber es soll schon, wie gesagt, ich möchte schon hier so prominent lila gestalten. Lila ist hier das Thema, lila ist das lila Girl. Lila Bücher. Die gibt es echt alles in lila, oder? Also lila haben die wirklich hier gut. Also muss man schon sagen. Du kriegst noch ein paar Geschenke hier. Ein paar Schuhschachteln. Shopping-Bags hier. Was gibt es noch hier? Lila, lila. Alles gibt es lila, ne? Schon schick. Du kriegst noch so ein Duftkerzchen da. Da stehst du drauf. Und jetzt noch ein Teppich. Oh. Wow, der ist voll schön hier. Guck mal. Oh, der ist voll cool. Oder der da, der ist auch voll cool. Oh, da gibt es echt schöne Teppiche hier mit dem Lila. Oder das hier. Gut, das ist ein bisschen, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, deswegen passt es nie. Weil immer so Lila-Dinger würde ich nie nehmen, irgendwie, glaube ich, oder? Das wird sogar hier mitten reinpassen. Der hat irgendwie was. Aber der ist mir ein bisschen zu krass. Ich glaube, ich nehme. Also, der passt hier besser zur Tapete, zu dem Lila. Aber ich finde den anderen, glaube ich, schicker. Schicker mega hier. Komm, dann machen wir da so drunter unter das Bett. Ja. Das ist doch was hier für dich, oder, kleine lila Maus? Ist es was oder ist es nichts hier? Ist doch schon mal hier was Gutes. Bisschen kitschig, bisschen ist gut. Und aktivitätenmäßig. Was bist denn du eigentlich für ein Typ? Wir müssen jetzt noch gucken, was wir dir noch hier machen. Lila. Du kriegst auch noch lila Haare irgendwann. Lila, was bist denn du für ein Typ hier? Du bist gut. Du bist gut. Ja, langweilig ist gut. Gut ist langweilig. Was hast du für Fähigkeiten? Sozial. Okay. Dann machen wir bei dir irgendwas Soziales. Dann kriegst du noch einen coolen Teddy zum Plaudern. Wenn es mal wieder länger dauert. Ein Einhorn. Ein Einhorn, genau. Aber wir nehmen das hier. Das andere, das ist gruselig irgendwie, finde ich, oder? Wir machen das. Den kriegst du hier dazu. Ja, wir haben ja noch Platz. Wir sind ja auch ausbaufähig jetzt hier dadurch auch. Ne? Kriegst du noch mal ein bisschen was Spielzeug hier, solange du noch Kind bist.
Und, oh, dann können wir auch den neuen schönen Bauplätzchen-Tisch hier dir spendieren. Ja, den räumen wir dann aus, sobald du hier zum Teenager wirst. Aber so, was machen wir jetzt noch? Noch ist es ja nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Jetzt haben wir da noch Platz an der Wand. Was können wir denn da noch hinmachen? Was machen wir denn da noch an die Wand hin? Seifenblasen, oh ja. Seifenblasen. Puppenhaus. Schulprojekt. Oh, ein weckt das Lama nicht Spieltisch. Oh, das ist ein schönes Ding. Das hat sie gesehen bei der kleinen Rose. Genau, im Modern Single haben wir das ja für die Kleine und jetzt wollte ich das auch am Netz gekriegt. So, jetzt haben wir sogar fast genau gleich viel Geld wie am Anfang. Das ist doch perfect match hier. Ne? Passt genau hier auf. Ja, geht genau hier auf. Und dann machen wir hier dir noch, aber ich würde gerne so eine andere Tür noch machen. Das geht nämlich so gar nicht. Noch mal gucken. Fernseher hast du nicht, ich weiß. Fernseher werden überbewertet hier. Guck's auf dem Tablet. Was du nicht hast. Wir gucken hier, dass wir irgendwie so eine. Was ist so eine Industrial-Tür, die nicht unbedingt gleich so komplett offen ist. Aber ein bisschen Privatsphäre hier, die kleine Maus. Ja. Dann machen wir sowas. Das sieht immer noch so ein bisschen industrial-mäßig aus, passt farblich ganz gut und ist irgendwie eine Haustür, ich weiß, aber. Na, es sieht besser aus als die anderen jetzt, oder? Oder sowas? Das ist ja mal richtig so eine massive Tür, ne? Also, das ist schon, naja, wow. Ja. Wir brauchen da auch nicht 3 Stühle, da rein auch 2. Daran soll es nicht scheitern. Also, das ist jetzt mal eine solide Tür hier, ne? Wir spielen eh mit Wänden unten, oder? Ja, ist okay so. Wow, ist eine richtige teure Tür, ja, so richtig, ne? Ich meine, doch ein bisschen was Lockereres. Im Zweifel so eine. Ne, also ich fand die schwarze jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Die ist ein bisschen offen, aber trotzdem zu, sieht halt aus wie eine Haustür. Ja, jetzt. Na, machen wir jetzt nicht lang rum. It's okay, it's alright. Und dann müssen wir jetzt aber noch ein bisschen weitermachen, und zwar hier mit dem Kinderzimmer von dem Blue. So, weil das Bett kommt jetzt raus, das können wir verkaufen, das gehört hier nicht mehr. Wir könnten eigentlich die Tapeten hier, die wir hier genommen haben, könnten wir eigentlich auch hier benutzen, aber das wäre zu kitschig, ne? Das wäre jetzt zu kitschig, ne? Das ist nix, glaube ich. Das ist nix. Das wäre zu viel jetzt, too much. So, in dem Spiegel sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Muss ich sagen. Also da können wir noch so ein bisschen so ein Highlight machen. Schade, dass das blöde Fenster hier so komisch da. Ich lasse so gerne hier noch ein bisschen freier hier, ein bisschen weiter rüber. Komm, wir machen das. Machen das einfach so. Ein bisschen weiter rüber hätte ich dich schon noch gerne. Aber nicht so weit. Bleib doch mal da. Ich meine, erst den Vorhang und dann das Fenster. Ne? Das ist immer easy. Easy beasy, dass es genauso aufhört. Genau, bitte, danke. So, jetzt passt das auch ein bisschen besser. Ist okay. It's okay. Ich weiß, das Zimmer ist krass. Ich weiß, das Zimmer ist krass. Das ist mit Absicht so krass. Habe ich so noch nie auch eingerichtet, glaube ich. In lila, oh Mann. Lila, rosa, pink, whatever. Okay, da hinten haben wir sogar auch Platz hier. Eieiei. Können wir unsere Bücherregal ein bisschen weiter rüber, ne? Das sieht dann besser aus. Haben wir da ein bisschen mehr Luft. Das hier, das Gemälde, das verkaufen wir. Obwohl das eigentlich auch schön ist. Das wäre jetzt ein schönes Gemälde. Das wäre jetzt kein kitschiges. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Das kriegst du über die Tür. So. Wir machen das außen hin. Das ist wie so ein lilas Reich. Unser kleiner Schmetterling. Ja. Hey. Okay. So. That's it. Jetzt aber hier. Das Zimmer haben wir verkauft. Den Maltisch und so, den lassen wir dir alles drin, weil du bist ja auch bald ein Kind. Würde ich aber sagen, wenn wir das hier Blue machen, da kriegst du ja ein Blue-Room. Hätte niemand gedenkt hier, ne? Gedenkt. Wir machen das hier auch Blue, du kriegst eine neue Tapete hier. Blue ist dann New Pink hier. Oh ja, so ein bisschen, so das passt zu dir. So ein bisschen Landschaft hier. So, das Puppenhaus. Steckgrün Puppenhaus. Gibt es auch coolere Puppenhäuser, oder? Gibt es doch so, genau. Du bist hier mehr dieser verwöhnte Schnösel-Typ. Du kriegst hier das blaue Future Penthouse Puppenhaus. Und das Kaugummitier bleibt aber da hier. Da geht nichts drüber. Oder das stellen wir hoch zu ihr. Dann kriegen wir auch da noch so ein bisschen mehr kindlich Charakter mit rein. Ja.
So, Dala. Ich würde das Bett auch da nach hinten schieben wieder. Oder? Ja. Also da hinten ist ein Bettchen. Der Teppich passt ja schon. Ein bisschen blue hier. Sind wir dann alle hier ganz blau hinter den Ohren hier noch, oder was? Ja, das wird ja alles jetzt hier typisch blau hier wieder. Ah, die Bilder lassen wir, oder? Die sind so cool. Die sind echt cool. Den Luftballon können wir entfernen hier. Was können wir denn für den kleinen Fratz hier noch bringen? Hier, was brauchen wir denn da noch? Was braucht denn der noch hier? Kleinkinderfähigkeiten. Komm, wir müssen dem irgendwie sowas Tolles hier. Was machen wir dem? Kleinkinderfähigkeiten. Ein Tablet hat er schon. Puppenhaus, Töpfchen, gibt's alles. Bauklötze wären nicht schlecht. Noch ein paar. Das gibt's, geht immer. Hier nimmt so eine schöne Miezekatze hier. Und... ja, was gibt's denn noch? Muss doch noch irgendwas Cooles geben. Was ist noch? So ein Doktorset hier. Genau. Da wird ein kleiner Arzt hier. Fußstapfen der Mami. Aber der Teppich ist komisch, ne? Ach, immer diese Böden. Ich würde schon gern einen Teppich haben. Der ist schöner, ne? Ja. Sieht man auch nicht gleich jeden Fleck hier. Gibt's noch in blau-blau? Das ist mir zu blau. Ich fand den hellen jetzt besser. Das ist ganz cool. Oh ja, hier noch das Bild. Das ist ganz gut zum Hausaufgaben machen. Das bringt ja diese... ne? Ja. Und hier noch ein bisschen mehr so... ja, Void-Kreaturen. Oh ja, du bist so ein Void-Kreaturen-Typ hier. Oh ja, und malst so Schiffe und sowas. Oh ja, das passt schon gleich ganz gut. So, und das Ding wird auch blau. Ganz einfach. Nein, ich find's gut so. Simple, easy, aber irgendwie cool. Ja, und die lila Wolken, die bleiben. Das ist Überbleibsel. So, dann haben wir es auch hier. Yay, guck mal an hier. Du darfst dir gleich mal dein Bett hier beanspruchen. Brauchst du gar nicht. So, okay, wieso bist du denn wütend? Ausgehungert. Ei, Red, schnell. Essen aus Inventar geben, gib dir mal hier ein bisschen Erdbeeren hier. Nee, du machst ihm jetzt mal was Richtiges zum Mampfen. Das gibt's ja nicht. Die kleine Lila hat sich immer das Zeug geholt, ne? Oh, du hast 24 Stunden, bevor der Strom abgestellt wird. Scheiße, wir haben kein Geld. Frühstücken, Frühstück servieren hier. Getränk für Blue nehmen. Hier, wieso Getränk? Dann mach halt Getränk. Apfelsaft. Und dann machst du hier auch da hier. Blue essen geben hier. Bitte. Mach mal hier Hähnchen Nuggets. Das essen doch die Kleinen ganz gern. Come on. Und du hast ein neues Bett, Lila. Komm. Lila, auf. Wir müssen noch hoch hier zu deinem neuen Bett hier. Guck mal an hier. Beanspruchen. Wahnsinn. Musst du schon schlafen? Nee, ne? Musst du schon schlafen? Guck mal dein neues Zimmer an. Geh trotzdem mal schlafen. Blue ist sehr hungrig. Sieht du das? Du entführst und sollte man dir noch weg. Oh nein. Hallo, wie soll ich das machen? Das bringst du ihm halt einfach. Was ist denn los? Come on. Das geht schon hier. Oh. Oh, der Arme. Und pieseln muss er auch wie Sau. Der holt sich schon selber hier was hier. Guck mal an. Der kann das doch selber. Ja, wenn du hungrig bist hier, dann wirst du zu Diva. Nee, dann holst du dir das selber, ne? So praktisch. So. Sehr gut, in den Arsch geschoben hier wieder. Es rennt da weg und die Mami findet ihn nicht mehr. Aber wie cool. So, Hähnchen Nugget. Müssen sich um ihn kümmern. Sehr wütend. Ach, du isst jetzt schon was allein. Guck mal an. Jetzt will die Mami das Zeug hier andrehen, die Hähnchen Nuggets. Wieso gehst du jetzt hoch? Gehst du es benutzen? Ah ja, gut, okay, dann mach halt. Dann musst du ihm, aber du musst ihm aufs Töpfchen hier. Du musst ihm mit ihm aufs Töpfchen gehen. Das geht ja gar nicht. Baden, essen gehen. Kann auch nicht aufs Töpfchen, ne? Da muss ja noch beigebracht werden hier. Oh, das ist voll stinkig. Säubern und dann beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. So, jetzt bitte aber. Komm, jetzt kannst du sofort wieder runter hier. Das kann ja mal nicht sein. Boah, das Zimmer ist schon krass, ne? Haha, das Zimmer ist wirklich krass. Oh mein Gott. Augenkrebs incoming. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit unserer Elternfreundenfamilie. Wir haben das Kinderzimmer hier von der Lila eingerichtet, beziehungsweise das Teenagerzimmer dann auch schon. Ja, und hier ist das Kleinkinderzimmer jetzt von dem Baby Blue.
Mit den roten Haaren. Ja, leider gibt's für dich doch keine blauen Haare in deiner Altersklasse. Färben verboten. Jo, vielen lieben Dank. Daumen nach oben nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier zu Eltern, Freunden, Familie. Oder natürlich jetzt an einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch Bock habt, was anzugucken. Ganz viel Spaß dabei. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.